Mein 22. Geburtstag steht an. Und ihr kennt mich, Freunde, es musste natürlich wieder komplett eskalieren. Und ja, diesmal ist es Steve. Raus. Okay, scheiße, Polizei ist da, Freunde. Leute, wir müssen leider die Party an der Stelle abbrechen. Eigentlich wollte ich meinen Geburtstag ganz ruhig feiern mit der Familie. Weil der Sommer war nicht da, es war scheiß Wetter. Und dann auf einmal kam es aus dem Nichts, das perfekte Wetter. Ich dachte so, oh Gott, okay, ich muss jetzt irgendwie auf die Schnelle noch die krankeste Party organisieren. Und hab's versucht, in 48 Stunden einer der krankesten Partys zu organisieren. Aber meinen Geburtstag selber habe ich erstmal ganz ruhig gemacht. Weiß auch meiner Familie und hab da ein paar Geschenke abgeholt. Heute habe ich offiziell Geburtstag. Wo ist meine Riesenparty? Das ist die Party. Yeah. Ja. Und die Geschenke. Alter, Mann. Ich komm nie wieder da rein. Oh, das sind sogar ein paar Geschenke. Let's go, Leute. Wir haben hier ein paar Geschenke hier. Oder? Also irgendwie ist es eine Tradition geworden, mir richtige Scheißgeschenke zu schenken. Die hat mir vor ein paar Jahren eine Gurke und einen Pfefferstreuer geschenkt. Eine Gurke. Danke für nichts. Ja, ich bin mal gespannt, was es heute wird. Was ist davon deins? Was ist das? Wie kann man sich da... Das sind immer die Geschenke, die suchen die persönlich. Ja, ich bin ja ganz cool. Happy Birthday, Lolli. Ich finde ihn gut. Das ist das Beste. Warum machst du nicht darüber? Was ist denn los? Wie kann man sich selber so drüber lustig machen, was du schenkst? Du Ramschkiste. Oh, das ist cool, das ist cool. Danke fürs Geschenk. Oh Gott. Okay, weiter geht's. Oh. Zigaretten? Oh, das ist doch keine Zigaretten. Was ist das? Kennst du doch. Ist der denn? Kaugummi-Zigaretten von der fremden Kaugummi-Marke. Das ist ja das schlechteste Geschenk, was ich hier von allen. Mittlerweile, wo ich Helgam habe, kann ich keine fremden Kaugummi-Marken mehr haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Mach mal Helgam in. Helgam in Zigarettenform. Das ist eine gute Idee, ja. Oh, das waren mal die ganz coolen Kids, die das gemacht haben. Oh, Bruder. Mach mal eine an. Ich hab mich damals immer so cool mit diesen Dingern gefühlt. Und kommt das Beste? Ja. Oh, jetzt wird dir doch mal nicht gelacht. Vielleicht wird es doch richtig gut. Das ist doch richtig geil. Digga! Es ist eine Unterhose, aber die ist aus Zucker. Ich dachte, die Gurke und der Pfefferstreuer ist komisch, aber das hier ist wirklich. Meine Oma kam noch vorbei und hat mir irgendwie extrem viele Unterhosen, extrem viele Socken geschenkt. Vier Paar Socken und vier Paar Unterhosen. Vielen, vielen Dank, das hatte ich für dieses Mal gebrauchen. Das obligatorische Geburtstagsbild wurde gemacht und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und ich hatte nicht mehr viel Zeit für die große Party. Ich habe ganz spontan meinen Friseur gefragt, denn er hat ein riesiges Haus mit Pool, ob wir da vielleicht ganz spontan so eine Party mit so 200 Leuten feiern können. Und er so, ja natürlich! Und der Team ist wirklich der beste Mann, Jerry. Schreibt einfach mal wirklich einmal Ehrenmann Jerry in die Kommentare, weil der Mann hat wirklich alles gerettet. Das Problem ist, sein Haus ist ultra weit weg aus Köln und alle meine Freunde kommen dann aus Köln. Deswegen habe ich noch am selben Abend mit einer Partybusfirma organisiert, die dann einfach zwei Partybusse von Köln zu seinem Haus bringen. Ich hatte noch ungefähr 30 Stunden für die Partyzeit und dort stand noch gar nichts. Keine Musik, kein Licht, kein DJ, nicht mal was zu trinken, nichts war da. Also habe ich Kian gefragt, Bro, du musst mir helfen. Kian hat gesagt, er kümmert sich drum. Er macht alles mit DJ, Licht, alles. Ich so, okay, Kian, du schaffst das schon irgendwie. Nur Getränke soll ich selber machen. Also bin ich erstmal schön zum Getränkeladen gefahren. Jetzt wird die Karte brennen. Okay, Leute, wir kaufen jetzt Getränke. Ich habe echt sehr große Angst. Was schätzt du, wie teuer wird's? Sag 1200. Okay, das können wir nicht so stehen lassen, Freunde. Es fehlen 6 Euro. Ja! Okay, von der Seite waren wir mal alles ready. Ein Tag verging mit weiterer Planung und der Tag der Tage war gekommen. Ich war noch nicht einmal selber an der Location, bin da das erste Mal hingefahren. Digga, was ist das für ein Wetter? Leute, es wird absolut krank, es wird absolut krank. Wir fahren jetzt noch zu einem Zuschauer, denn der hat noch 6 Silvesterbatterien. Und ich dachte so, komm, ja, die brauchen wir auch noch. Ich bin unfassbar aufgeregt, denn in vier Stunden geht's los. Und wir müssen jetzt noch 2 Stunden fahren, hin und zurück. Und Digga, ich habe minus 2% Akku gerade, merke ich gerade. Scheiße. Da haben wir von den Zuschauern die Silvesterbatterie abgeholt und ich bin das erste Mal zur Location gegangen. So, das ist das erste Mal an der Location. Ich habe es noch kein einziges Mal gesehen. Bro, was ist das denn hier? Sponsored bei Helgam, Freunde. Die härteste Tür Deutschland, das neue Bergheim. Wir begrüßen jetzt schon einen Helgam-Aufsteller. Sour Apple, Watermelon. Ja, heute geht's steil, ja. Marco, der beste Mann, der hat alles hier aufgebaut, Bro. Es ist geil. Wir gehen rein. Ich hab Kian gesagt, er soll die größten Plakate, die es gibt, ausdrucken. Er hat 5 Meter Plakat ausgedruckt. Das wird einfach nur krank. Es kommt gleich noch eine kleine Überraschung, aber das wissen die alle noch nicht. Der Hausbesitzer weiß es doch nicht. Nachbarn, ich habe dir ein kleines Geschenk vorbeigebracht, ne, so ein Korb, und die sagen, eigentlich dachte ich, es wird wie immer, aber jetzt habe ich Angst, wenn du sie sehen. Kian ist der Mann, der das hier wirklich alles zum Laufen gebracht hat. Was hast du da besorgt, Kian? Was ist das? Bro, ich weiß nicht, drück einfach mal drauf. Wasserpistole.
Akku, arbeite! Wird ein ruhiger Abend heute werden. Robs hat das Ganze ja auch noch gesponsert. Emio ist auch noch am Start. Wir haben noch eine kleine Überraschung, von denen der Hausbesitzer noch nichts weiß. Und zwar ein Jetski im Pool. Die Frage ist mal, wie kriegen wir das da runter? Das wird wirklich echt ein Brett. Hab ich auch mal gesehen, das Pferd. Pferd kommt auch noch von uns. Okay, Leute, der Hausbesitzer sagt, ich mal gucken, was er davon hält. Bro, ich hab noch eine kleine Überraschung gehabt. Babidi, was hast du vor für eine Überraschung? Ich hab eine kleine Überraschung. Digga, was hast du vor? Junge, da guck mal doch mal rein, Alter. Du bist doch bescheuert. Aber jetzt nicht hier bei mir, oder? Bro, ich hab gerade gedacht, in den Pool vielleicht. Okay, wir gehen rein. Ja, let's go. Ich hatte Todesangst, ob irgendwas schief geht. Aber so viele Leute haben einfach mitgeholfen, dass es dann irgendwie doch geil geworden ist. Also wirklich, Kuss geht raus an alle meine Freunde, die das dann irgendwie möglich gemacht haben, dass es da irgendwie passiert. Dann bin ich dann nach Köln gefahren, bin mit dem Bus allen Leuten hingefahren. Und die Party der Partys konnte beginnen. Es wird einfach nur absolut toll werden. Ich musste dann die Leute zählen, weil die reingehen. Weil der Bus war nur für 42 Personen zugelassen. Aber es waren dann irgendwie doch ein paar mehr Leute da. Oh, ist da ganz viel. Du viel. 51, 52, 53. Hey Freunde, Abfahrt! Es war so heiß in dem Bus und wir haben die Fenster nicht aufbekommen. Und ich musste fast eine halbe Stunde warten, aber dann irgendwas geklappt. So, Freunde, wir gehen zur Party. Wir müssen auch den Weg freischlagen hier zur Party. Aber ich glaub, wenn wir gehen rein. Ach du Scheiße, Digga, die haben keine Ahnung, was hier gleich passieren wird. Die Leute sind da, meine Lieben! Meine Lieben! Wir werden heute komplett umgehen. Das ist sowieso Fakt. Das ist Fakt. Der Jetski ist im Wasser, ich dreh durch. Fahrt mal mit hier, fahrt mal eine Runde jetzt. Turbulenzen! Ab, geht's, you better run! Ach, irgendwann eskaliert aus dem Ruder, Leute. Das Ruderboot ist irgendwie auf einmal zu schnell gerudert! Oh, ich sehe hier einen Weltklasse-Ruderer. Es waren Leute auf dem Dach, obwohl wir meinten, ey Leute, geht bitte nicht aufs Dach. Was soll denn der Scheiß jetzt? Es geht aus dem Ruder. Leute, ist das Ruder noch im Ruder oder ist es schon aus dem Ruder geraten? Nee, was sagt ihr? Der Jetski-Typ meinte, oh, der Jetski wäre echt cool, wenn der Jetski nicht irgendwie ein bisschen rumgeworfen wird oder so. So, nein. Der will rein. Ja. Ich sehe hier einen Weltklasse-Ruderer. Ich habe auch außerdem noch einen Livestream gemacht. Ihr könnt außerdem die Livestreams immer sehen auf Twitch. Hey, Moritz Live heißt ich da. Also kommt auf jeden Fall in den Stream rein, wenn ihr das nächste Mal live miterleben wollt. Und auf dem zweiten Kanal werden diese Streams als geschnittene Videos hochgeladen. Wir waren zum Beispiel hier auf dem Feuerwerk-Festival. Das Video ist jetzt online, also schaut nach dem Video gerne vorbei. Was sagt die Allergie, mein Lieber? Aber die Nase, die ist roter als Rothausen, Alter. Die Augen. Seit 3 Stunden belästigt mich Moritz damit, dass ich Allergie habe. Ich kann gar nichts. Ich schwöre. Das Video, was ich machen wollte, ist auch irgendwann einfach noch außer Kontrolle geraten. Wir waren alle sehr nüchtern auf jeden Fall. Raus. Okay, scheiße, Polizei ist da, Freunde. Fuck. Leute, wir müssen leider die Party an der Stelle wahrscheinlich jetzt abbrechen. Was ist denn hier? Einmal alles auf. Alles aus? Die Nachbarn mögen deinen Stream nicht. Die einzige Möglichkeit wäre vielleicht, wenn jetzt hier eine freiwillige Dame... Oh, eine Freiwillige! Ey, Lena! Er hat da seine Show gemacht, wir durften die leider nicht filmen, weil... Ich sag mal so, es ging sehr zur Sache. Hast du denn... Ja, wenn ihr wisst, was ich alle sehe, Digga. Dann ging die richtige Party erst los, die teure Sachen mussten alle weg. Und ab dann habe ich wirklich die krankeste Party meines Lebens erlebt. Es war wirklich nicht mehr normal. Jetzt geht die Party erst richtig los. Es geht komplett dumm, Jetzt da oben, jetzt ist da oben. Schön, da bin ich. Alter, dann mach Bock hier. Schön den Double mal durch die Flammen da durchgezogen. Ja. Aber eine Sache fehlte noch. We'll be right back.
Was ne kranke Sch... Boom, 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 boom.